Ein sommerliches Servus, liebe Freunde. Die Gamescom ist gerade vorbei und worüber alle im Moment diskutieren, ist ein YouTuber, der sich nicht ganz so schlau angestellt hat über die Gamescom. Und da es jetzt absoluter Trend ist, dass bei YouTube jeder ein Video zu allem macht, mache ich das jetzt auch. Von daher gibt es zu diesem Thema jetzt hier meine 5 Cent. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, YouTuber Fedor, der sich hauptsächlich auf Call of Duty spezialisiert hat, hat seine Lizenz verloren. Was bedeutet, wenn Activision ihm die Lizenz entzieht, wie sie getan haben, darf er keine Titel mehr von Activision präsentieren, was natürlich für einen Call of Duty-YouTuber dumm ist. Wie das Ganze passiert ist, der arme Fedor hat wohl Fastpässe gekriegt, 2 Stück, und ist damit halt eben zu den Ständen gegangen und ist dann schon mal reingegangen und musste dann feststellen, er kann nur 10 Minuten damit zocken. Oh, du kannst ja nur 10 Minuten damit zocken. So, alles klar. Was ja viel zu wenig ist. Das ist echt extrem wenig. Also was macht natürlich der schlaue Mensch? Er kopiert sich die Fastpässe. Und dann haben wir die halt kopiert und an sich ist nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Gut, jetzt kann man sagen, okay, er hat sich den Fastpass 2 bis 3 Mal kopiert. Wir haben die, keine Ahnung, 10 bis 20 Mal maximal kopiert. Ja, nee. Da kopiert man das Ding dann gleich 10, 20 Mal. Und weil man halt eben so ein netter Mensch ist, verschenkt man es natürlich gleich auch an alle, an Freunde, an andere YouTuber und... Und die halt an YouTuber weitergegeben. Wir haben den noch nicht mal selbst für uns oftmals benutzt. Ich war vielleicht 2 bis 3 Mal da drin, aber sonst okay. Also ich habe jetzt vielleicht eine gute halbe Stunde Spielzeit im BO3. Tja, wie es dann halt eben so ist, zu viele Köche verderben den Brei, beziehungsweise wenn zu viele davon wissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Ding total in die Hose gehen wird. Und dann kam es irgendwann raus, irgendein YouTuber, dem ich einen gegeben habe, ich weiß auch welcher, ist dann da hingegangen. Ich habe auch gesagt, die Dinger sind kopiert, ist da hingegangen und dann meinte einer davon der Security, das Ding sei kopiert und nicht echt. Und er meinte dann, ja, woher hast du das denn? Und er meinte, gesagt, ja, Fedor hat es mir gegeben und so weiter. Ja, jetzt ist es natürlich absolut berechtigt. Wie konnte der Kollege denn ihn so verraten? Ich meine, der steht da, der gibt diesen kopierten Fastpass ab und zieht dann den Schwanz ein, als dieser muskelbepackte Activision Security Typ kommt und ihn fragt halt eben, woher er das Ding hat. Ich meine, welche Option hätte er denn gehabt zu antworten? Dumm stellen? Dann wäre er vielleicht dran gewesen. Oder sich der Folter stellen, 2 Sekunden und dann eh alles beichten. Das ist halt so, okay, kann man machen, kann man auch lassen. Anstatt einfach irgendwie dann so, ja, nee, ist egal, wo ich den habe oder so. Keine Ahnung, was er dann hätte machen können. Dennoch, ich nehme es ihm nicht so übel. Es ist eine scheiß Aktion gewesen. Auch, wie gesagt, von mir. Aber ich habe ihm gesagt, dass das Ding fake ist und es zu Problemen führen kann. Ja, kann man den jetzt einen Vorwurf machen? Beziehungsweise ist das überhaupt Thema der Sache? Ich meine... Da wird einerseits gesagt, so, ja, ist zwar doof, so andererseits, nein, Fedor, du bist doof. In vielerlei Dingen bist du doof. Erstens bist du doof, weil du Fastpässe kopiert hast. Zweitens bist du doof, weil du sie allen möglichen Leuten gegeben hast. Drittens bist du doof, weil du, wie es aussieht, nicht so gute Freunde hast, die dich decken würden. Und von daher macht den YouTuber gar keinen, den, der ihn verraten hat, gar kein Vorwurf. Ich meine, wenn er halt eben auch so ein YouTuber ist mit einem gewissen Level, dass er davon halt eben auch lebt, der rettet natürlich seine eigene Existenz vor der anderer. Und schließlich hat er ja in dem Sinne nichts falsch gemacht. Also, naja, ist halt alles grenzwertig. Es ist scheiße natürlich. Ich habe Scheiße gebaut in dem Sinne. Dann geht es natürlich weiter. Der Commander Krieger hat in seinen Videos auch noch behauptet, der Fedor hätte die Dinge auch noch verkauft. Er hat mir auch gesagt, dass Cookies diese Fast Paths für teilweise 5 bis 10 Euro verkauft hat. Und das ist, sorry. Also das wäre jetzt, sag ich mal, natürlich noch die Spitze des Eisberges. Nicht nur, dass man diese Fastpässe kopiert, den allen möglichen Leuten gibt. Nein, man verlangt dafür auch noch Geld. Also das wäre dann ja eigentlich Bereicherung auf Kosten eines Publishers wie Activision. Natürlich stellte sich dann aber heraus, dass Commander Krieger das in den falschen Hals gekriegt hat. Er hat sich mittlerweile auch entschuldigt in einem völlig anderen Video. Sondern er ist hingegangen und hat diese sogar noch so ein bisschen unter seinen Kollegen verteilt. Hat sie nicht verkauft, sondern hat sie verteilt. Hat das nochmal klargestellt, so, ja, ist okay, alles andere ist wahr, nur das Verkaufen, das ist wohl nicht wahr. Beweise dafür gibt es natürlich auch nicht.
Die beiden haben sich mittlerweile auch schon ausgeredet und versöhnt und haben auch schon zusammen ein Video hochgeladen. Das ist ja ganz toll, da freuen wir uns ja alle. Ich bin heute nicht alleine da, hier ist nämlich noch jemand anderes, und zwar der Fedor. Jo, hey Leute, was geht ab? Ja, genau. Und was der Commander Krieg aber auch noch gesagt hat, was ich viel interessanter fand, war, wie gesagt, der Fedor hat sich ja aufgeregt, dass er nur 10 Minuten zocken kann. Im Hallenbereich. Am Pressetag. Das ist echt extrem wenig, vor allem für einen Pressetag. Da habe ich mich jetzt aber gefragt, und dank Commander Krieger kenne ich die Antwort, warum hat er nicht wie ich mit meinem Presseausweis und einem Termin in der Business Area gezockt? Also ich konnte eine halbe Stunde zocken, dann hatte ich persönlich keine Lust mehr und hatte auch den nächsten Termin, bin aufgestanden, bin weggegangen. Ich hätte also noch weiter zocken können. Tja, und nach Commander Krieger ist es halt eben wohl so, dass der unschuldige, arme, kleine Fedor es wohl irgendwie verrafft hat, sich eine Akkreditierung zu holen. Andere denken so, ja, vielleicht macht das mein Netzwerk. Unter anderem auch I Love Cookies. Also ich habe ihm auch schon gesagt, erste Ohrfeige an dich, kümmere dich selber drum. Du bist alt genug, du bist selbstständig, du verdienst Geld damit. Also kümmere dich auch drum, dass du dein eigenes Ticket bekommst. Und lass das nicht das Netzwerk machen. Natürlich hat er dann, oder komischerweise hat er dann keins bekommen. Wie dem auch sei, bums, fertig aus. Musst du dich halt, darfst dich nicht beschweren, meiner Meinung nach. So. Er hätte es wohl über sein Netzwerk versucht. Das Netzwerk ist ein fantastisches Netzwerk, muss ich sagen. Hat es nämlich nicht geschafft, eine Akkreditierung dafür zu kriegen. Da sagt man halt eben so schön, wenn du willst, dass gut gemacht wird, mach es selber. Beziehungsweise, kannst du so machen, dann ist es halt kacke. Ja, genau dasselbe war es halt eben also, Fedor. Du YouTuber, du Kernpunkt dieser Szene, du Aushängeschild für jeden Call of Duty-Zocker. Schaffst es also nicht mal, dir eine Akkreditierung zu holen? Und wenn du sogar schon so weit Kontakte hast, um Fastpässe zu kriegen, dann hättest du wahrscheinlich auch einen Termin gekriegt, wo du dich ganz gechillt mit all deinen Freunden mit, ich kann den ganzen Namen nicht, Bibo, Herbert, Cooldown, Seville, Puzzle, Thomas und den ganzen Leuten, auf ein schönes Sofa setzen können, was trinken. Hättest du lang genug Call of Duty zocken können, hättest du diese Scheiße nicht machen müssen. Jetzt haben wir hier natürlich ein Paradebeispiel für die YouTube-Variante von GZSZ. Es werden Anschuldigungen gemacht, es werden Anschuldigungen zurückgerufen, es wird sich entschuldigt, es wird sich ausgesöhnt, aber es werden auch Vorwürfe gemacht. Natürlich ist es spannend, wie es da weitergeht. Jetzt natürlich die Kernfrage. Sollte der Fedor seine YouTube-Lizenz wiederkriegen? Wer mich fragt, nein. Also allein schon so viel Dämlichkeit, das gehört einfach bestraft. Da kann man gar keine Rücksicht drauf nehmen. Denn es ist auch eine andere Sache, schaut man sich seine Community an. Die dann alle schreiben, oh, armer Fedor, oh, ja, hoffentlich kriegst du deine Lizenzen wieder. In dem Sinne, dadurch, dass er Fastpässe kopiert hat, hat er auf jeden seiner YouTube-User, die sich ehrlich, was weiß ich, 3, 4, 5 Stunden angestellt haben, schön drauf geschissen. So nach dem Motto, haha, ihr Vollidioten, ihr müsst anstehen, ich gehe mit meinen schön kopierten Fastpässen durch. Nimm noch meine ganzen geilen YouTuber mit, fertig. Es ist ja nicht so, dass YouTuber nicht schon gewisse Privilegien haben wie andere Journalisten, wie ich, wie Redakteure, die halt eben dort ihre Tests machen müssen, in denen sie halt eben Pressemuster kriegen, in denen sie halt eben Termine vereinbaren können, in denen sie halt eben private Hands-on-Sessions haben. Nein, man muss natürlich auch noch diese Fastpässe kopieren. Und das alles nur wegen einem Konstrukt der eigenen Dummheit. Und wenn man es halt eben komplett alles genau sieht, ja, dann bin ich der Meinung, gib diesen Typen nie wieder Lizenz. Der hat so leichtfertig mit seiner Existenz gespielt und angesichts seiner Abonnentenzahl gehe ich davon aus, dass er sich monetarisiert hat und davon lebt, so leichtfertig damit gespielt, tja, da soll er meinetwegen in Zukunft Landwirtschaftssimulator-Let's Plays machen. Vielleicht funktioniert es besser, vielleicht sind da die Publisher viel netter, gediegener, wenn er dann irgendwann anfängt, Debug-Versionen oder Alpha-Versionen von Spielen zu verkaufen, die er dann frühzeitig geschickt gekriegt hat. Aus meiner Sicht, ja, nö, also der Zug sollte abgefahren sein. Ich befürchte aber, er wird die Lizenzen wiederkriegen, wenn er halt eben sich noch 1000 Mal entschuldigt. Denn man darf nicht vergessen, er ist natürlich auch eine Reichweite für Activision. Ich finde es toll, dass sie jetzt durchgegriffen haben, aber wie man es halt eben so oft kennt, wird es wahrscheinlich so laufen, dass sie dann in 1, 2, 3 Wochen einknicken werden und ihnen die Lizenzen wiedergeben werden. Also tot wird er von daher nicht sein. Er hat jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auch durch mich gekriegt, der dieses Video gemacht hat. Es ist für mich aber einfach nur so ein Sinnbeispiel dafür, dass man YouTube-Kanäle und YouTuber mit Vorsicht genießen darf. Sie machen Entertainment, sie machen teilweise auch sehr, sehr gute Formate, wofür man den Hut ziehen muss, aber in gewissen Dingen ist es einfach, es fehlt ihnen absolut an Reife.
Sie sehen sich gerne als Stars oder werden als Stars dargestellt von vorpubertierenden kleinen Teenie-Mädchen und kleinen Teenie-Jungs. Und vergesst mal voll und ganz, dass sie eine Vorbildfunktion sind, wie jetzt zum Beispiel in diesem Video. Man sieht das schön an den Kommentaren, die Leute bemitleiden ihn, betrauern ihn. Keiner stellt das überhaupt in Frage, dass er da eine kriminelle Tat gemacht hat. Selbst wenn es nur so banal ist wie diese Fastpässe. Und dadurch, dass der YouTuber diese Banalität selber sagt mit nach Motto an sich ist nicht so schlimm, meiner Meinung nach. So schlimm. Ja, das ist doch nur eine Kleinigkeit, da muss jetzt keiner aufregen. Ja, genau das wird halt eben seinen Fans wiedergegeben und genau das nehmen sie mit. Tja, und was führt das halt eben? Das führt dazu, dass natürlich dann vielleicht nächstes Jahr jeder auf die Idee kommt, wenn einer einen Fastpass hat, den 100-mal zu kopieren. Das führt halt eben vielleicht zu anderen Dokumentenfälschungen. Man kann jetzt natürlich weit greifen und kann natürlich sagen, so ja, bis zur richtigen Straftat, bis keine Ahnung, dass das Geld gefälscht wird. Ich weiß es nicht, vielleicht ist unter seinen 40.000 Abonnenten, fast 300.000 Abonnenten, jemand da mit so viel krimineller Energie, dass er sich überlegt, ja gut, was mit Fastpässen vielleicht funktioniert hat, hätte auch mit ein paar Euroscheinen funktionieren können. Ich will da jetzt aber persönlich auch nicht nachtreten, weil er kann ja vielleicht ein ganz dufter Typ sein. Der ist vielleicht ein bisschen naiv, ein bisschen blauäugig durch die Welt, aber vielleicht ist er ganz nett. Ich weiß es nicht. Und vielleicht fehlt uns Call of Duty spielen, aber da fällt mir ein, ist er überhaupt 18? Darf er das überhaupt schon spielen? Naja, das waren meine 5 Cent zu dieser Sache. Hinterlasst Kommentare, wie seht ihr das? Wenn ihr mich jetzt haten wollt, weil ihr absoluter Fedder-Fan seid und ihr der Meinung seid, ich bin total im Unrecht, ist okay. Vergesst aber nicht, dass bei Seid ihr bitte D und T richtig macht und das Niveau versucht ihr gar nicht erst schreiben zu können. Und ja, Scheiße, ja, das ist ein Wort, was halt eben mittlerweile immer sehr gern benutzt wird. Von daher verabschiede ich mich, sage vielen Dank und schönen Abend noch.